Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Sendung aus besonderem Anlass. In Niedersachsen hat es eine Regierungskrise gegeben und wir schalten jetzt sofort zum niedersächsischen Ministerpräsident Stefan Weil, der in diesen Sekunden ein Pressestatement gibt. Die Fraktion wechselt und damit die von den Wählerinnen und Wählern gewollte Mehrheit im niedersächsischen Landtag verändert, halte ich das persönlich für unsäglich und ich halte es für sehr schädlich für unsere Demokratie. Wenn die niedersächsische CDU sich dieses Verhalten aktiv zu eigen macht und sich daran beteiligt, gilt für sie genau das Gleiche. Die Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen sind die einzigen, die die Mehrheit im Landtag bestimmen dürfen. Und daran müssen wir festhalten. Ich halte es deswegen für unabdingbar, dass der niedersächsische Landtag möglichst rasch seine Selbstauflösung beschließt und möglichst bald bei uns in Niedersachsen Neuwahlen stattfinden. Es kann keine andere Instanz als die Wähler geben, die über die Mehrheiten im Landtag entscheiden. Das ist der Grundsatz, um den es heute geht. Und den müssen wir behaupten. Ich werde deswegen heute noch den Mitgliedern der Sozialdemokratischen Landtagsfraktion empfehlen, einen entsprechenden Antrag auf Selbstauflösung des Landtages einzubringen. Ich bin davon überzeugt, jetzt haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Das ist das Gebot der Stunde. Vielen Dank. Wie wäre der Zeitplan dafür? Nun, Sie können davon ausgehen, dass wir zunächst einmal diesen Antrag dann in der nächsten Sitzung des Landtages am 16. August hätten. Die Verfassung sieht dann weiter vor, dass ab dem 11., glaube bis zum 31. Tag darüber zu entscheiden ist und danach innerhalb von 2 Monaten Wahlen stattzufinden haben. Das ist die Verfassungslage. Ein Rücktritt schließen Sie aus? Jetzt vielleicht erstmal die Frage nach dem Rücktritt. Ich stelle mich jederzeit sehr gerne dem Wählerwillen, aber ich werde einer Intrige nicht weichen. Das würde ich persönlich begrüßen. Ob es möglich ist, das hängt ab von den rechtlichen und den tatsächlichen Gegebenheiten. Das wird uns ganz am Ende vor allen Dingen die Landeswahlleitung sagen müssen. Wie gesagt, persönlich würde ich es begrüßen. Ob es möglich ist, das muss geklärt werden. Nun, ich bin weit davon entfernt, das Verhalten der ehemaligen grünen Abgeordneten dem Koalitionspartner insgesamt zuzuschreiben. Sprechen Sie mit der CDU? Langsam, einer nach dem anderen. Wir werden selbstverständlich mit allen im Landtag vertretenen Fraktionen darüber sprechen, wie wir jetzt dazu kommen, woran alle ein Interesse haben müssen. Das nämlich die Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen entscheiden und nicht irgendwelche Intrigen. Wie gesagt, ich habe keine Vorwürfe in Richtung des Koalitionspartners. Okay, ich danke Ihnen, wünsche unter den gegebenen Umständen einen weiter schönen Tag. Vielen Dank.